in dem Moment, wo wir jetzt bei den Amerikanern eingestiegen sind, in den Clubs zur damaligen Zeit, das war ungefähr 54, 55. Da gab es ja eigentlich bei uns mehr oder weniger nur Blasmusik oder ein bisschen Tanzmusik, vielleicht so Schlager oder sowas. Und die Amerikaner, die haben einen völlig neuen Stil geprägt und gebracht. So nach dem Krieg gleich, da war Glenn Miller ganz groß angefragt. Da hat man immer ganze Tische mit Fans gegeben. Die sind schon eine Stunde früher da gewesen. Ob das NCO Club war oder Officers Club oder IM Club. Das habe ich eigentlich alles den Amerikanern zu verdanken. Weil ich wäre sonst niemals auf diese Schiene gekommen, diese Art von Musik zu machen. Und wir waren am Schluss halt, wir haben wirklich eine ganz super gute Jazzgruppe gehabt.